Es war eine der spannendsten Entscheidungen der Formel-1-Geschichte und der 24-jährige Niederländer Max Verstappen holt sich in letzter Sekunde den Titel. Auf der anderen Seite müssen sich Lewis Hamilton und Mercedes geschlagen geben und darüber diskutieren wir heute in der letzten Ausgabe des Jahres 2021. Hallo und herzlich willkommen zu Boxenstopp hier auf Krone TV. Und Stefan Burgstaller, der sitzt an meiner Seite und wir haben jetzt in den letzten Wochen immer über dieses Herzschlagfinale gesprochen. Ich glaube, spannender hätte es bis zur letzten Sekunde eigentlich nicht sein können. Ja, servus Martin. Ja, Gott sei Dank war es so spannend. Also das war schon eine coole Sache und Gott sei Dank ist es zu keinem Crash gekommen, auch wenn es ein wildes Finale war. Ja. Bevor wir in die Highlights reinschauen, 10. Saisonsieg für Verstappen, hat auch schon vor dem Rennen gewusst, wenn beide rausfliegen sollten, ist er Weltmeister mit einem leichten Vorteil ausgestattet. Auf der anderen Seite ist es der erste Titel für Red Bull seit 2013. Wie verdient ist er unterm Strich für dich? Ja, absolut verdient, muss man sagen. Also die Performance vom Team war ja gut, auch bei den Poles waren es vorne. Und ja, was sie rausgeholt haben aus dem Auto, war sensationell, weil am Ende war ja doch Mercedes ein bisschen stärker, das muss man ja sagen. Vor allem aus den Kurven raus, auf den Geraden, ja, verdient. Ein von Taktik geprägtes Rennen in Abu Dhabi, das wir nochmal herzeigen werden. In den nächsten 90 Sekunden erleben Sie die größte Action seit 47 Jahren in der Formel 1. Max Verstappen sichert sich den WM-Titel 2021 in einem richtigen Strategie-Krimi in Abu Dhabi. Der Holländer auf Pole Position verliert den Start gegen seinen Herausforderer Lewis Hamilton in Runde 1. Aber schon der Konter schickt Hamilton weit, der darf vorne bleiben und dann bekommt Verstappen Schützenhilfe von Sergio Perez, seinem Teamkollegen. Der hält Lewis Hamilton auf, kostet den Engländer da 7 bis 8 Sekunden und Verstappen ist wieder dran. Antonio Giovinazzi in Runde 36 sorgt für ein virtuelles Safety Car. Das nützt man bei Red Bull Racing zum Reifenwechsel. Fortan hat also Verstappen frischere Reifen als Lewis Hamilton. Aber 5 Runden vor dem Ende. Folgende Szene. Nicolas Latifi im Williams schlägt ein. Es gibt Safety Car. Man pokert ein zweites Mal bei Red Bull. Holt Verstappen in die Box. Gibt ihm den roten Reifen, den weichsten. Und damit hat er eine richtige Waffe im Finale. Er klebt eine Runde vor dem Ende, als das Rennen wieder freigegeben wird, am Getriebe von Lewis Hamilton. Und wenige hundert Meter vor dem Ende des Rennens schafft es Verstappen tatsächlich, an Lewis Hamilton vorbeizugehen und sichert sich damit den Sieg und zugleich die Formel 1 Weltmeisterschaft 2021. Der erste Niederländer, der Weltmeister wird und der erste Titel für Red Bull seit 2013. Die Formel 1 live bei Servus TV und auf servustv.com. Das Rennen von Abu Dhabi war durch Taktik geprägt und schreibt einige unterschiedliche Kapitel. Und ich würde das Ganze gern chronologisch aufarbeiten. Das Qualifying hat Max Verstappen noch für sich entschieden. Und wir haben anhand der Highlights jetzt auch gesehen, beim Start war er chancenlos, hat er verpennt, verpatzt. War Lewis Hamilton einfach wacher? Naja, das hat er nicht verpennt, das hat so ausgesehen, aber er hat einfach Wheelspin gehabt. Also diese Reifen waren halt die weicheren, weil er hat ja im Qualifying den Medium-Satz hat er tot gebremst, den letzten, den er hatte. Und deswegen hat er auf die Soft-Reifen umsteigen müssen und die waren halt offensichtlich so weich beim Start, dass er halt durchgedreht hat. Ja. Dann ist Lewis Hamilton vorbeigezogen, aber schon in der ersten Runde gab es dann die Attacke von Max Verstappen, wo dann auch kurz Unmut aufkam, aber ich glaube, Lewis Hamilton konnte nicht mehr ausweichen, musste dann auch außerhalb der Strecke weiterfahren und demnach war auch eine nachträgliche Strafe eigentlich kompletter Humbug. Naja, die Geschichte war schon heikel, also das war schon ein hartes Manöver von Max, das muss man ehrlich sagen, wie er sich da reingebremst hat, der ist halt innerhalb der Strecke geblieben, der Lewis hat nirgendwo anders hinfahren können. Wie schnell der Lewis da halt dann davongezogen ist und dass er sich dann nicht so weit zurückfallen hat lassen, dass er quasi diesen Vorteil hat ausgleichen können, das war schon grenzwertig. Der Fernando Alonso hat dann später nach dem Rennen gemeint, halt, das wäre Justice, ja, weil das war schon eine ganz prekäre Situation. Aber man muss auch sagen, Max Verstappen hat sich schon in den letzten Rennen dadurch ausgezeichnet, dass er der absolute Racer war und teilweise grenzwertig unterwegs war. Wäre auch eine Zeitstrafe denkbar gewesen gegen ihn durch diese Aktion? Nein, nein, nein. Also er hat da nichts Falsches gemacht. Er hat einfach sehr hart reingebremst. Es war eh genug Auslauf da. Haben sich nicht berührt. Also das war schon in Ordnung. Er ist halt sehr beherzt am Werk. Er fährt oft wie im Go-Kart noch. Und da fliegt halt dann viel Carbon rum, wenn es wirklich kracht in der Formel 1.
das war schon in Ordnung. Bei den letzten Aktionen, da kann man wahrscheinlich drüber diskutieren, aber das war fair. Und dann kam es zu einer ersten Schlüsselszene, die erste Virtual Safety Car Phase, wo Antonio Giovinazzi ausgeschieden ist. Und da hat sich dann auch Verstappen oder das Red Bull Team entschieden, schon mal an die Box zu kommen, die Reifen zu wechseln. Und Hamilton blieb, glaube ich, mit den normalen Reifen draußen. Taktisch vergriffen bei Mercedes? Naja, da noch nicht so. Beim letzten Safety Car, da ist dann erst entscheidend worden, weil da hat sich Red Bull dann die neuen Reifen geholt und dann Hamilton war dann letztlich, als es um die Wurst gegangen ist, auf den alten Reifen unterwegs und das war halt dann ein Nachteil, das hat man gemerkt. Und um nochmal zurückzukommen auf diese Virtual Safety Car Phase, nachdem dieser Unfall dann bereinigt war, waren 20 Runden zu absolvieren, 17 Sekunden Rückstand für Verstappen. Das heißt, es war klar, er muss pro Runde fast eine Sekunde aufholen und hätte Hamilton eigentlich den Titel nicht mehr streitig machen können. Und dann, 6 Runden vor Schluss, der Nächste, der baden geht und dann musste aber das richtige Safety Car raus. Dann musste das richtige Safety Car raus. Das hat Latifi gut gemacht aus Red Bull Sicht. Der hat das Auto richtig in die Bande gesetzt. Da war schon viel Kleinzeug auf der Straße. Natürlich hätte man das Rennen auch unterbrechen können, ja, weil das Auto ist schon ziemlich prominent auf der Strecke gestanden. Mhm. Dass sich der Michael Masi dann so entscheidet, ja, kann man machen, muss man nicht. Ja. Und dann haben sich natürlich die Ereignisse sozusagen überstürzt und in beiden Fahrerlagern wurde natürlich auch wieder getüftelt, wie kann man die letzten Runden nochmal angehen. Bei Mercedes hat man wahrscheinlich die Hände zusammengefaltet und sich gedacht, hoffentlich ist das Rennen bald vorbei, denn Verstappen hat sich dann die weichen Reifen geholt und dann gab es noch eine offizielle letzte Rennrunde. In Augen von Mercedes das Bitterste, was einem passieren kann. Aber legitim auf der anderen Seite? Naja, Mercedes hat halt gehofft, dass sie hinter dem richtigen Safety Car das Rennen zu Ende fahren. Der Michael Masi hat dann irgendwie auch signalisiert, ja, die überrundeten Autos bleiben hinter dem Lewis, also zwischen Verstappen und Lewis Hamilton. Und dann hat er 3 Minuten später seine Meinung revidiert. Das war schon etwas seltsam, muss man sagen. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass Lewis Hamilton hinterm Safety Car hergefahren ist und dass, glaube ich, 4 Fahrer zwischen ihm und Verstappen gewesen wären. Weil wenn das der Fall gewesen wäre für eine Runde, wäre Verstappen nie und nimmer an Hamilton rangekommen. Naja, ich habe vorher gelesen, es gibt Experten, die behaupten, ja, der Max hätte sich schon binnen einer halben Runde vorbeigekämpft an denen und dann wäre er hinterm Lewis gewesen. Aber das ist halt, was wäre wenn? Und die Performance von Lewis Hamilton war ja wirklich stark. Das muss man sagen, der ist immer richtig auf und davon gefahren, auch noch mit den älteren Reifen. Und dann hat natürlich Mercedes nach dem Triumph von Max Verstappen versucht, das Ganze schon mal anzufechten. Wir können uns natürlich erinnern an die Live-Übertragung, als keiner so richtig wusste, was passiert jetzt hinter verschlossenen Türen. Natürlich ein erzürnter Toto Wolff, auf der anderen Seite ein Christian Horner, der pure Erleichterung diesen Sieg vielleicht innerlich schon gefeiert hat. Ein Fahrer darf während der Safety-Car-Phase nicht überholen. Verstappen war kurzzeitig mal vor Hamilton. Ist das so Psychospielchen dann gewesen, unbewusst? Hätte er sich da wieder ein Eigentor schießen können? Naja, das war schon eine knappe Geschichte. Das hat auch so ausgesehen, als hätte Hamilton schon das Auto verzögert, als der Max da gleich auf war. Also der kämpft natürlich auch mit allen Tricks, der Lewis Hamilton. Es war auf jeden Fall kein Vorteil von Max, dass er da jetzt ein paar Millimeter weiter vorne war. Also das war schon in Ordnung, dass dieser Protest abgewiesen worden ist. Außerdem, sie waren nicht über der Ziellinie. Ja, also damit waren sie gut beraten, dass sie nicht durchkommen. Jetzt haben wir schon in den letzten Grand Prix immer wieder diese Kommunikation zwischen Rennleitung und den beiden führenden Rennlagern da mitbekommen. Hat sich das Ganze jetzt so zugespitzt? Warum trifft die Rennleitung genau in so einem Rennen so eine sensible Entscheidung, die dann auch noch alles umdreht? Ist das Zufall oder? Naja, man könnte natürlich sagen, das ist gut für die Show. Andererseits, wenn dann so viel Verwirrung ist und es nur mehr mit Protest und Anwälten sogar, also Mercedes hat sogar Anwälte mit zum Rennen genommen, wenn das dann die Regel ist, vergrämt das dann irgendwo die Fans, ja, weil dann ist nur mehr, weiß nicht, das LA Law dann quasi, ja. Ein Anwaltsdrama, aber kein Formel-1-Rennen. Du hast es gerade angesprochen. Anwälte wurden nämlich auch schon im Vorhinein angekündigt. Das heißt, man hat schon gemerkt, die Brisanz zwischen den beiden Rennlagern spitzt sich auch in Abu Dhabi zu. Also man ist schon davon ausgegangen, dass das Ganze vielleicht irgendwo am grünen Tisch geklärt werden könnte. Ja, musste man leider. Nach dem ganzen Hin und Her der letzten Rennen
muss man davon ausgehen, dass das knapp wird. Es geht ja auch um viel. Allerdings, wenn man zu weit geht mit diesen Anwaltsspielchen, glaube ich, vergrämt man die Fans. Und eigentlich ist die Formel 1 ja schon eine Marketingmaschinerie, die den Leuten Lust machen soll auf dieses Produkt. Und wenn dann das am grünen Tisch entschieden wird, das, glaube ich, vergrämt dann jeden. Mhm. Abseits von Hamilton und Verstappen gab es noch einen weiteren Fahrer, der erheblichen Einfluss darauf gehabt hat, dass es so ausgegangen ist, nämlich Sergio Perez, der kurzzeitig an Nummer 1 gefahren ist. Hamilton saß ihm im Genick und er hat ihm ein paar Sekunden aber aus dem Rennen genommen, indem er ihn schön beschäftigt hat, damit Verstappen wieder herankommt. Wie viel Anteil hat der Mexikaner am Titel? Ja, letztlich schon sehr viel. Das war, für mich war der Checo der Man of the Race, weil das war richtig gut zum Anschauen, das hat er sehr gut gemacht. Mit den alten Reifen noch dazu, der ist ja von Anfang an mit diesen roten Softreifen gefahren und hat sich dann so gut gewehrt gegen das eigentlich überlegene Auto vom Hamilton, der frische Reifen drauf gehabt hat. Und ich fand es halt ein bisschen komisch, dass sich der Hamilton dann aufregt über den Funk, dass der Checo unfair fährt. Also, was da unfair war, das weiß ich nicht. Das ist halt Racing, da muss er halt zum Einkaufen fahren. Lieber. Also Perez hat immer brav gekontert und Verstappen ist somit wieder herangekommen. Aber am Ende ist er nicht als Dritter über die Ziellinie gefahren, aber auch rein taktisch von Red Bull entschieden. Denn sonst hätte es vielleicht noch ein weiteres Safety Car gegeben, was dann wieder zugunsten von Hamilton gewertet worden wäre. Also auch da hat man auf die Konstrukteurs-WM unter Anführungsstrichen vielleicht verzichtet und dafür den Titel in der Einzelwertung geholt. Ja, während Mercedes auf den Bottas gegangen ist mit der Konstrukteurs-WM, was wahrscheinlich auch nicht so ideal war, weil der hat ja dem Lewis wieder mal nicht helfen können, interessanterweise, hat der Checo natürlich schon sein Rennen und Red Bull die Konstrukteurs-WM geopfert für den Max Verstappen. War ganz spannend. Und sie haben ihn dann rausgenommen, weil das Auto Probleme mit dem Öldruck gehabt hat. Ja. Jetzt haben wir Verstappen den ersten Titel für einen Niederländer in der Formel 1. Wir wissen, sein Vater Jos Verstappen ist auch gefahren, ist aber nie WM-Sieger gewesen. Hat er überhaupt einen Grand Prix gewonnen? Ich glaube nicht. Jos Verstappen ist nicht so erfolgreich gewesen wie sein Sohn. Diese lange, lange Strecke, über die er gestern dann auch in diversen Interviews berichtet hat, das holt ihn jetzt ein. Alles, was er durchgemacht hat, alle Freunde, alle Beteiligten, die rund um ihn Tag für Tag gearbeitet haben. Wie groß war jetzt der Druck tatsächlich bei Max Verstappen in den letzten Wochen, glaubst du? Wie groß ist jetzt der Abfall dieses Drucks? Ja, der Druck war sicher riesengroß, ja, weil so eine Chance gibt es wahrscheinlich nicht alle Tage. Wird nächstes Jahr auch nicht leichter mit den neuen Autos, mit George Russell im zweiten Mercedes. Lewis Hamilton will unbedingt seinen 8. Titel, der wird sich das sicher auch nicht nochmal nehmen lassen. Also diese Chance gibt es vielleicht nicht alle Tage. Außerdem Honda steigt aus offiziell bei Red Bull oder aus der Formel 1. Jetzt müssen sich die dann mit eigenen Motoren durchkämpfen. Also das musste ja schon nützen. Jüngster Weltmeister ist er nicht mehr geworden. Das war ursprünglich der Plan. Aber der Bursche hat ein Riesentalent und das war hoch an der Zeit, dass der Weltmeister wird. Aber auf jeden Fall der jüngste Formel-1-Fahrer, der eingestiegen ist, noch unter 18 Jahren damals bei Toro Rosso. Und auch da hat Dietrich Mateschitz vielleicht ganz gutes Fingerspitzengefühl bewiesen, indem er ihm die Chance damals gegeben hat. Haben wir jetzt nochmal rausgeschrieben, in der ersten Saison hat er 2 vierte Plätze in den USA und Ungarn eingefahren. War da schon absehbar, dass Verstappen ein ganz großer werden kann? Ja, der Helmut Marko war das, der gesehen hat, das ist ein großer, der da kommen kann. Und er hat er dann noch getauscht nach den eher unglücklichen Aktionen vom Kvyat damals. Hat er den Max getauscht gegen Kvyat, also Toro Rosso Cockpit gegen Red Bull Cockpit, und der Bursche hat gleich das erste Rennen gewonnen. Und dann hat er dem Kvyat natürlich auch noch die Freundin ausgespannt. Das kommt dann auch noch dazu. Also Max Verstappen, ein Mensch, der auf vielen Ebenen was bewegen kann. Ist er sich, glaubst du, bewusst, welchen Hype der auch auslöst in seiner eigenen Nation? Weil wenn man sich an diese orangenen Fahnen mehrere, alle, also quasi wie bei Valentino Rossi, erinnert, dann gleicht das ja schon einem Popstar auf der Rennstrecke, obwohl er erst seit ein paar Jahren dabei ist. Ja, der ist sich dessen sicher bewusst. Ich habe jetzt auch gelesen, vorher in Holland haben sie Spitzenwerte mit über 6,9 Millionen Zusehern gehabt im Fernsehen und die haben 17 Millionen Einwohner. Also das ist ihr Marktanteil. Der hat sicher eine riesen Euphorie da ausgelöst.
Ja, es ist ja nicht nur in Holland, also auch, es hat ja immerhin auch die österreichische Bundeshymne dann gespielt, weil Red Bull eben gewonnen hat mit ihm. Also es sollte auch in Österreich ein bisschen Euphorie entfachen. Und er ist auch ein cooler Typ, also so cool er auf der Strecke ist, so cool ist er in echt auch. Der ist überhaupt nicht abgehoben oder affektiert, er ist einfach so, wie er ist gerade und das passt. Jetzt können wir natürlich Verstappen mit Rosberg nicht vergleichen, aber wir wissen auch, dass Rosberg diesen Titel nach lang geeifert ist. Dann hat er ihn endlich geholt und dann war ihm klar, ich habe mein Ziel erreicht und ich habe auch andere Lebensziele. Ein Verstappen fährt für deine Begriffe noch mindestens 10 Jahre oder ist er jetzt vielleicht mal gesättigt und denkt sich, so ein ewiger Rekord wie 8 WM-Titel wird sich sowieso nie ausgehen? Na, das glaube ich nicht. Also der Bursche ist schon gut für mehr. Weil der kann das schon, also er hat jetzt auch gestern gesagt, Red Bull für ein Leben lang. Ja, also das wird schon mehr werden. Wie gesagt, es wird halt nächstes Jahr nicht gerade leichter mit Russell und so weiter. Irgendwann wird Ferrari hoffentlich auch mal wieder besser werden. Also da wird schon noch was kommen. Mhm. Aber es wird schwierig. Bevor wir diesen Ausblick wagen, vielleicht nochmal zu den beiden Teamchefs, Toto Wolff und Christian Horner, die sich da auch in Wortgefechten gezeigt haben, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Wie könnte diese Beziehung weitergehen in der kommenden Saison? Oder fallen jetzt bei beiden mal die Last ab und man konzentriert sich auf die neue Saison und geht in Frieden auseinander? Naja, ganz in Frieden gehen sie nicht auseinander. Der Christian Horner war ja gestern in der Hospitality von Mercedes dann drinnen zum Handshake, um halt das Sportliche abzuhandeln. Aber Mercedes hat dann eben protestiert, der Toto Wolff hat dann kein Interview mehr gegeben. Ja, also da ist jetzt schon viel zerbrochenes Porzellan da. Das wird eher auf die harte Tour weitergehen, glaube ich. Ein Toto Wolff hat auch vor kurzem, noch vor dem Grand Prix, eine Aussage getätigt, dass niemand besser sein wird als ein Michael Schumacher. Ein Lewis Hamilton, der jetzt vor seinem 8. WM-Titel kurzzeitig stand, denkt sich was darüber, wenn der eigene Teamchef das sagt? Ja, ich glaube, der sieht das auch sportlich. Also, wenn das nächstes Jahr gut geht für den Lewis, kann er nächstes Jahr besser sein als der Schumacher. Schumacher war nicht umsonst das Schummel-Schummel bekannt. Der hat schon auch schmutzige Tricks angewandt. Das kennt man vom Hamilton eigentlich nicht. Also der fährt halt schon sehr sauber und er ist wirklich stark. Also was der auch aus einem schlechten Mercedes teilweise, das Auto war jetzt nicht immer perfekt, rausgeholt hat, das ist schon sensationell. Muss man trotzdem, um das Ganze nochmal abzurunden, Mercedes einen kleinen Vorwurf machen, dass sie weder bei der ersten noch bei der zweiten Safety-Car-Phase die Chance nicht genutzt haben, um auf die Box zu fahren? War es taktisch dann letztendlich auch der Unterschied zwischen Red Bull und Mercedes? Ja, das glaube ich nicht. Also ich hätte das ehrlich gesagt auch nicht riskiert an Mercedes-Stelle. Das ist schon ein hohes Risiko, wenn du da reinkommst und dann macht er plötzlich wieder das Rennen auf. Und dann stehst du in der Box oder hinten drin, das hätte ich auch nicht mehr riskiert, wenn es nur um eine Runde geht. Das war schon eine knappe Geschichte von Masi. Mutig. Mutig auf jeden Fall. Die Rennleitung hat also Einfluss darauf gehabt, dass dieses Endergebnis zustande gekommen ist und Max Verstappen krönt sich mit 24 Jahren zum ersten niederländischen Weltmeister in der Königsklasse des Motorsports. Kleiner Ausblick auf die neue Saison. Jetzt können alle mal die Botschen ausstrecken, können einmal vielleicht für ein paar Wochen die Formel 1 vergessen, aber dann geht es wieder in die neue Saison. Mercedes, Red Bull, wieder das selbsterklärte Duell oder gibt es schon ein Team, wo du sagst, die stehen vielleicht in den Startlöchern und könnten überraschen? Naja, das ist eine Frage, wie diese neuen Autos sich entwickeln werden und wie viel jetzt schon in die Entwicklung dieser neuen Autos rein investiert worden ist. Für Ferrari kann man nur hoffen, dass das nächste Auto besser wird. Andere Teams sind in der Saison halt schon besser geworden. McLaren zum Beispiel, auch Alfa Tauri, wie die sich entwickelt haben, war sensationell. Ja, ganz vorbei ist übrigens noch nicht. Es ist ja noch diese Woche die FIA-Gala in Paris, wo es dann den richtigen WM-Pokal für den Max gibt. Wenn das denn wirklich wird, wenn nicht die Berufungen da jetzt weitergehen. Also ja, und es sind noch Tests jetzt eben in Abu Dhabi. Also es ist noch nicht ganz, die Motoren rennen noch ein bisschen. Sie laufen noch ein wenig, aber glaubst du, besteht noch eine klitzekleine Chance für Mercedes, doch noch den Weltmeistertitel zu ergattern oder wäre das dann einfach zu viel des Guten und vor allem Tage danach unangebracht? Ja, ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Sie müssen jetzt binnen 96 Stunden eben diese Berufung wirklich einbringen. Bis dato jetzt, ist jetzt noch nichts passiert.
Ja, mal schauen. Ich glaube, damit machen sich keine Freunde, wenn sie das machen. Eben, das wird dem Marketing, das wäre ja Marketing, das nach hinten losgeht. Weil sie haben ja eigentlich nicht gegen den Max Verstappen berufen, sondern gegen das ganze Rennergebnis. Ja. Mhm. Das wäre Wahnsinn. Sie wollten ja eigentlich schon, dass das Rennen eine Runde vorher beendet würde. Und das geht halt nicht. Mhm. Zu guter Letzt würde ich auch noch ganz gern eine Personalie ansprechen, die der Formel 1 sehr lange angehört hat. Kimi Räikkönen beendet seine Formel 1-Karriere, übergibt sein Alfa Romeo Cockpit an einen weiteren Finnen, an Valtteri Bottas. Wie bitter ist der Abgang? Hättest du ihn gerne noch länger gesehen in Kombination mit Fernando Alonso und den ganzen Allstars, oder ist es ein richtiger Zeitpunkt für ihn? Na, ich glaube, der Zeitpunkt ist schon gut. Der Kimi ist schon schnell noch immer gewesen, interessanterweise. Aber mir hätte es gut gefallen, wenn ein Junger dieses Cockpit bekommen hätte, jetzt statt ihm der Bottas. Ja, bin mal gespannt, wie sich der dann tut, wenn er mit einem schwächeren Auto unterwegs ist, wenn er mit dem Mercedes schon so mäßig performt und so mäßig kämpfen kann. Da wird er sich schwer tun da hinten, glaube ich, wenn er die Ebungen nicht endlich lernt auszufahren. Mhm. Ja, Kimi Räikkönen war immer gut, Interviews halt weniger. Und das Rallyefahrer war jetzt auch nicht so berühmt. Also ich bin mal gespannt, wie es bei dem weitergeht. Aber der, glaube ich, freut sich schon auf die Pension. Also halt der Familienvater. Also ich habe den in Abu Dhabi auch schon mal erlebt, wie was für ein herzlicher Vater der ist am Strand. Also das ist schon, das ist, glaube ich, für ihn das Richtige. Ja. Und man sieht immer wieder Parallelen zwischen Häkkinen, Räikkönen und auch Bottas. Ähnliche Typen ist das, dieses finnische Gehabe. Und warum sind die gerade trotzdem im Rennsport so erfolgreich gewesen? Was zeichnet vielleicht einen Finnen aus? Unbekümmertheit, Coolness. Ja, die Coolness auf jeden Fall. Ja, die Finnen helfen sich ja offensichtlich in der Motorsportszene auch immer wieder gegenseitig. Das sieht man auch im Rallysport wieder. Sonst gäbe es nicht so viele Finnen. Sicher sind das gute Autofahrer. Aber der Markt ist ja jetzt quasi nicht besonders groß. Also so groß ist er Finnland nicht. Aber ja, die sind schon coole Typen. Der Bottas könnte schon nochmal einen dicken cooler sein. Da war der Kimi Räikkönen schon ausgepufft auf der Strecke. Mal schauen, wie das jetzt im Alpha weitergeht. Dann, ja. Also Kimi Räikkönen beendet seine Formel-1-Karriere. Zwei Junge sind auch in dieser Saison so ein bisschen aneinander gerasselt. Die beiden Haas-Piloten, Mazepin und auch Mick Schumacher. Wie ist es um die bestellt? Siehst du beim Russen eine Formel-1-Zukunft? Und wie weit ist Schumacher, wenn man jetzt seinem Vater vielleicht das Vergleichswert hernimmt? Na, da fehlt noch einiges, muss man sagen. Also beim Schumacher Junior bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch so ein großer wird, ehrlich gesagt. Also die Performance heuer war nicht so toll. Er hat sich leicht getan gegen den Teamkollegen, gegen den Mazepin, Spin, wie man so schön sagt. Aber das ist halt auch kein Maßstab gewesen. Also er hat viel zu viele Fehler gemacht, viele Ausrutscher. Dieses Auto ist natürlich auch nicht besonders gut. Ja, mal sehen. Mazepin hat im letzten Rennen halt gefehlt, weil dann hätte es noch ein paar Gelbphasen gegeben. Also dann hätte Red Bull schon wahrscheinlich früher die Safety Car Phase bejubelt. Ja. Also Mazepin, der hat seine Finger diesmal nicht im Spiel gehabt bei dieser Formel 1 Entscheidung. Ich glaube, am Ende können wir aus österreichischer Sicht sagen, wir sind stolz darauf, mit Weltmeister zu sein, unter Anführungsstrichen, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich meine, verdient hätten es beide, zweifelsfrei. Aber ja, wenn man die österreichische Bundeshymne hört, ist schon was Schönes. Ja. Ja, kriegt man ganz laut. Burgi, besten Dank für die ganze Saison mit Richie Köck natürlich in Kombination. Das war die sehr, sehr ausgiebige und interessante Formel-1-Saison 2021 mit einem Herzschlagfinale und einem Premierensieger als Weltmeister. Max Verstappen hat in sich gekrallt und Lewis Hamilton muss weiterhin auf seinen 8. WM-Titel warten. Das war natürlich auch unser Format Boxenstopp hier auf Krone TV. Wir melden uns dann wieder im Frühjahr zurück, wenn die Startphase anläuft, Anfang März. Sind wir dann wieder wöchentlich für Sie da, jeden Montag um 19.40 Uhr. Ansonsten machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald.